Hallo und herzlich willkommen hier zum letzten Teil meiner Brennholz-Videoserie hier auf meinem Kanal. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Ja, ich hatte ja damals, als es so doll geschneit hat und wir haben tatsächlich immer noch ganz viel Schnee, versprochen, dass ich euch noch ein Video zeige, wie dann die Früchte meiner Ernte in meinem Kamin, in meinem Wohnzimmer dann vor sich hin lodern werden. Und hier hinter mir, neben mir, da seht ihr mein Kamin im Wohnzimmer und ich zeige euch heute, wie ich diesen zum Laufen kriege und wir werden heute mal gemeinsam ein schönes Kaminfeuer zusammen machen. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, Kaminfeuer anmachen, das ist nicht ganz so einfach. Viele machen übrigens einen ganz, ganz großen Fehler. Sie zünden das Feuer immer von unten an und das ist eigentlich genau falsch. Das soll man eigentlich niemals machen. So, ich zeige euch nämlich jetzt mal, wie man das richtig macht. So. So, als allererstes setze ich immer hier meine Latte rein, damit dann die Tür offen bleibt. So, wie ihr hier schön sehen könnt, habe ich bereits zwei Holzscheite reingelegt. Und als nächsten Schritt, man sollte immer sehen, dass man dazwischen noch ein bisschen Luft hat. Hier liegt noch ein Alter. Als nächsten Schritt verwende ich harziges Holz. Also das heißt, wie zum Beispiel hier das Stück von der Kiefer mit ganz viel Harz. Da benutze ich kleinere Stücke. Und zwar sind es diese hier. Und diese kleinen Stücke, die reiße ich mir immer hier von den großen Kloben ab. Hier könnt ihr das sehen. Und dann habe ich immer kleines Anmachholz. Ja, wunderbares Beispiel. Jetzt haben wir hier nichts zum Abreißen. Aber meistens sind hier immer so diese ganzen kurzen Holzstückchen vom Holzspalten und die stehen ein bisschen ab und dann kann man die so wunderbar hier abziehen. Ja, dieses kleine Anmachholz, das lege ich hier rein und das hat meistens so einen guten Harzanteil, dass es dann eigentlich ausreicht, um den Kamin anzumachen. Wichtig ist beim Anmachen, dass man vor allen Dingen als allererstes Nadelholz hat. Also am allerbesten geeignet ist tatsächlich Kiefer. Dann könnte man auch noch Fichte nehmen, ja, weil bei der Kiefer der Harzanteil sehr, sehr hoch ist. Douglasie hat auch einen hohen Harzanteil, aber Douglasie hat, weil es eine Konifere ist und sie zu den Redwood-Gehölzen, gehört, also sie kommt ja ursprünglich eigentlich aus Nordamerika, sie hat eine ganz andere Faserstruktur und sie ist wesentlich enger, so dass es viel schwieriger ist, einfach nur Douglasie als Anmachholz zu verwenden. Die heimische Kiefer, die ist da wesentlich besser geeignet für. So, ich gucke mal, ob ich jetzt hier noch ein bisschen was habe. Kleines Zeug. Genau. So, das lege ich jetzt hier auch noch einfach mit rein. Und als nächsten Schritt, mal sehen, ob wir das diesmal schaffen, nur mit einem einzigen Streichholz, werde ich jetzt hier das anzünden. In der Regel brennt das immer recht gut und man merkt schon, wie das ein bisschen knistert und die Flammen so ein bisschen zischeln. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass da Harz drin ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Video gut sehen kann, aber hier haben wir einen ziemlich schwarzen Rauch. Also das heißt, der Ölanteil, also die ätherischen Öle des Harzes, die verbrennen jetzt hier. Das ist ungefähr so, als wenn man Benzin oder auch anderes Öl oder so verbrennen würde. Das ist völlig identisch. Gut, jetzt wo das schon so gut brennt, werde ich als nächstes hier ein Douglasienstück hinten reinlegen. Ganz einfach deswegen hinten, weil nämlich mein Kamin nach hinten schmaler wird und ich kann nur vorne längere Sachen reintun. So. Dann ist es oftmals so,
dass man gucken muss, habe ich hier eine kurze und hier eine lange Seite, wie lege ich das am besten hin? Und ich mache das jetzt so, weil das ziemlich hoch ist, dass jetzt auch hier die längere Seite oben ist. Ich lege mal das Kleine hier noch rein, so, und lege jetzt hier das Kiefernstück noch exakt genau davor. So, okay, wie ihr seht, brennt das jetzt schon ganz gut. Die Flammen, die kommen jetzt hier schon hoch, die erhitzen die Harze, sodass dann auch die großen Teile jetzt hier wesentlich besser anbrennen. Und unten, da kann man dann sehr schön sehen, dass dann ein schönes Glutbett dann nach und nach entsteht. So, ihr seht, es geht jetzt hier schon richtig gut ab. Oh, ich liebe das, wenn das so herrlich knistert. Wir haben etwas Rauchentwicklung, aber das ist nicht weiter schlimm, weil wir einfach noch nicht die Temperatur haben, damit der Rauch verbrennen kann. Denn es brennt ja nicht das Holz, sondern es brennen die Gase, die durch die Hitze ausgegast werden. Und der Rauch, das ist eigentlich das Gas, was dann brennt. Und wenn der Kamin die richtige Temperatur hat und das Holz dann auch durch die Hitze richtig dann in Fahrt kommt, dann brennen die Gase. Gut. Könnte ich noch wesentlich mehr darüber erzählen, aber das, wir machen ja jetzt hier keine Physikstunde. So, okay. Das ist mein Schieber hier für die Sauerstoffzufuhr. Hier unten ist zu. Hier mache ich das dann meistens immer dicht, wenn der Kamin dann auf Betriebstemperatur gekommen ist. Jetzt ist er aber offen. Das heißt, er braucht jetzt ganz viel Sauerstoff. Wenn ich das jetzt zumachen würde und die Tür jetzt hier zu, dann würde eventuell, wenn ich Pech habe, das Feuer schon ausgehen, weil es nicht ausreicht. Also von daher lassen wir das jetzt offen. Und ich, oh, jetzt kommt er mir hier entgegen, aber noch ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen, dass der uns hier dann später, wenn es dann brennt, uns dann nicht gegen die Scheibe fällt. Okay, ich mache jetzt aber zu, weil auch so ein bisschen Rauch jetzt hier schon rauskommt und das muss ja nicht unbedingt im Wohnzimmer hier verqualmt sein. So. Na, das hat doch wunderbar funktioniert. Also, jetzt kann man nämlich auch mal zeigen, dass man wirklich mit nur einem einzigen Streichholz und wenn man die richtige Technik verwendet, sofort ein Kaminfeuer anmachen kann. Und ihr habt auch gesehen, das ging jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Das waren jetzt wenige Minuten und es brennt. Jetzt kann man auch schon sehen, dass hinten die Schamottsteine sich verfärben. Die werden jetzt dunkel, das heißt, sie verrußen, weil die Schamotte selber ja auch jetzt kalt ist. Und dadurch legt sich der Ruß dort nieder. Wenn die Schamottsteine dann aber nachher heiß werden, dann brennt der Ruß ab. Das hat man übrigens dann auch an den Scheiben. Die werden auch nach und nach schwarz. Das heißt, man muss die auch von Zeit zu Zeit immer mal sauber machen. Jetzt konntet ihr mal sehen, wie ich zu Hause meinen Kamin anmache mit dem Holz, das ich im Sommer gesägt und gespalten habe und dann im Winter mit der Schubkarre nach Hause gebracht habe. Und jetzt lag das noch eine ganze Weile schön trocken. Das Gute ist ja, wenn draußen so frostige Temperaturen sind, dass dann auch die Luft relativ trocken ist. Und so konnte das Holz jetzt noch mal ein bisschen nachtrocknen und deswegen ging das jetzt auch so super, super schnell an. Man muss dazu auch sagen, dass das Holz jetzt auch schon seit einem Jahr im Prinzip
vor einem Jahr geschlagen worden ist. Also das heißt, die Bäume wurden vor einem Jahr gefällt und seitdem hatte es eigentlich Zeit, selbst in den großen Stämmen, die noch nicht gesägt waren, hatte es dann auch Zeit, dann nach und nach durchzutrocknen, sodass man das jetzt wunderbar verwenden kann. Ja, an dieser Stelle sage ich wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hatte eine kurze Pause gemacht und dachte mir, jetzt werde ich das mal hier kurz filmen. Ich muss jetzt weiter noch Deutschklassenarbeiten korrigieren. Das macht überhaupt gar keinen Spaß, aber ja, ist meine Aufgabe als Lehrer. Also von daher, gut, werde ich jetzt mal weiterarbeiten und werde jetzt die Wärme genießen und ich wünsche euch noch alles, alles Gute. Vielen Dank, wie gesagt, dass ihr dabei wart. Ach so, ja, und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, ist, abonniert mal hier meinen Kanal und wenn euch der Film gefallen hat, dann drückt mal die kleine Glocke. Nee, Quatsch, nicht die Glocke, sondern macht mal den Daumen hoch und und wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, dann die kleine Glocke betätigen. Ey, ich bin ferienreif, irgendwie habe ich so den Eindruck. So, also, dann macht's mal gut. Tschüss. Kleiner Nachtrag. Nicht nur wir lieben die Wärme, insbesondere, sondern auch Katzen. Die lieben das ganz besonders und meine liebt das auch. Und deswegen setzt sie sich immer gerne hier auf die Sessellehne, wenn der Kamin brennt und lässt sich richtig schön durchbrutzeln. Ne, meine Kleine? Ja. Ah, das gefällt dir. Das ist schön. Genau.